Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zum DualSense Wireless Edge Controller. Ein weiteres Video muss einfach sein, weil ich einfach noch ein paar Anmerkungen zum Controller selber loswerden muss nach dem Test letztens. Jetzt also eine persönliche Meinung nochmal von mir, einfach ganz persönlich, ganz meine Erfahrung mit dem Gerät. Denn wie einige vielleicht wissen, Destiny 2 Lightfall, der neue Raid ist da und ich habe jetzt diesen Controller 2 Tage wirklich fast im Dauereinsatz gehabt. Wirklich fast im Dauereinsatz und ich habe vorher schon viel Shooter mitgespielt gehabt, habe ihn also wirklich massiv genutzt und habe gesagt, ja, ist ein netter Controller, ist ein sehr netter Controller, kostet 240 Euro, ist natürlich ein happiger Preis, das muss man auf alle Fälle ganz, ganz stark anmerken, der Preis ist wirklich happig. Aber jetzt habe ich also 2 Tage wirklich Dauerfeuer-Action sozusagen hinter mir mit dem Controller. Und wir hatten natürlich auch die Sache mit der Batterielaufzeit. Also ich habe die Batteriewarnung dann auch schon bekommen nach 6 Stunden Wait. Da wollte mein Controller nicht mehr. Dann habe ich gedacht, gut, ich habe jetzt keine Lust auf Kabel zu wechseln. Ich habe gar kein Problem auf Kabel zu wechseln. Die Konsole steht irgendwie 1 Meter von mir weg, noch nicht mal. Und denke, ach nee, aber jetzt so mittendrin in der Action, ich habe jetzt keine Lust auf Kabel zu wechseln, ich nehme einfach schnell einen meiner anderen Controller. Und das habe ich gemacht für genau 10 Sekunden. Für genau 10 Sekunden, dann war ich hier wie wild am Wühlen. Wo ist mein Kabel? Hab's Kabel angeschlossen und weiter mit dem Edge gespielt, denn es war eine Zumutung, mit meinem normalen Controller zu spielen. Ja, ist wirklich so. Das ist natürlich die Sache. Wir haben viel darüber geredet, man kann die Sticks austauschen und dann bei StickDrift halt sich einen neuen kaufen. Hier habe ich übrigens auch einen falschen Preis für die Stickmodule genannt. Dieser liegt dann eher im Schnitt bei 25 Euro. Ich habe gerade hier aktuellen Preisvergleich offen. Da sehe ich, Mediamarkt verkauft ihn bei eBay für 25,48 inklusive Versand, 25 Euro direkt bei Saturn. Und auch 25 Euro direkt bei Mediamarkt. Galaxus nimmt 30 Euro dafür. Coolblue auch 30 Euro. Also es ist unterschiedlich. Ich hatte, wie gesagt, letztes Mal 30 Euro erwähnt. Man kriegt ihn auch für 25, also das einzelne Stickmodul. Und das bedeutet natürlich, wenn euer Controller so ein Jahr auf dem Buckel hat, ne? Wenn er so ein Jahr auf dem Buckel hat und die, ja, schon so ein bisschen weich geworden sind, die Sticks, sage ich mal, im Movement, ne? Dann könnt ihr das natürlich damit auch beheben. Ne? Dann kommen halt neue Stickmodule rein, klar. Mal 2 sind 50 Euro, ist günstiger als ein neuer Controller, ist aber nah dran an einem neuen Controller. Aber ich muss sagen, im Vergleich wirklich, es lohnt sich halt auch die Software dahinter. Es lohnt sich auch die Software dahinter, die Möglichkeit halt einfach die Stickkurven ganz genau anzupassen auf das eigene Aim, auf das eigene, ja, wie stark man halt so einen Stick, sage ich mal, nach vorne, nach hinten drückt. Dazu kommt, dass ich es natürlich absolut liebe, auf dem linken Daumen die Dome-Variante zu haben, sprich also sozusagen den Knubbel nach außen am Stick, dass das also domed ist, das ist einfach generell schon mal, finde ich persönlich schöner. Auch das ist natürlich eine persönliche Referenz, aber deswegen ist das Video hier ja auch meine persönliche Meinung zum DualSense Edge Controller, dass ich im direkten Vergleich wirklich mitten im Gefecht sozusagen, na gut, das war eine kleine Waitpause, aber mittendrin zu wechseln auf den Standard-Controller zurück und dann wirklich so eine massive Enttäuschung zu haben, wie ich mit dem Standard-Controller aime, wie vor allem halt auch die Wege, ne? Vor allem auch die Wege, auch die Trigger-Stops machen natürlich gerade bei so einem Shooter massiv viel aus und Destiny, wait, man ballert verflucht viel, ihr seht es ja im Videomaterial, man ist da nicht gerade gelangweilt, ne? Und dann wirklich die Trigger-Stops zu haben, die dafür sorgen, dass ich halt nicht mehr, ja, ganz weit durchdrücken muss, sondern wirklich nur so meine kleinen Taps sozusagen habe, um eine Salve abzufeuern, wieder tappen, tappen. Also es geht wirklich viel, viel geiler. Also wenn ihr ganz viel Shooter spielt, führt kein Weg dran vorbei. Es sei natürlich logisch, es gibt natürlich auch Konkurrenzprodukte, ne? Es gibt natürlich Konkurrenzprodukte. Ich meine hier natürlich an dieser Stelle der direkte Vergleich zum Standard-Controller. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich rede hier nur vom direkten Vergleich zum Standard-Controller. Und da macht er einfach eine sehr, sehr gute Figur. Ich würde es weiterhin schön finden, wenn der Akku länger halten würde, wenn der Akku größer wäre, wenn der Einstiegspreis geringer wäre. Denn ich habe fast ein schlechtes Gewissen, sozusagen einen Controller für 240 Euro zu empfehlen. Denn das ist nicht wenig Geld, aber
Als Shooter-Spieler lohnt es sich. In meinen Augen eine absolut lohnenswerte Investition. Und dementsprechend, wenn ihr das gerne investieren wollt, werde ich euch natürlich auch unten, ich glaube mittlerweile sollte er ja seit Mitte Februar auch, ich glaube 22.02. oder so, bei Amazon verfügbar sein. Dementsprechend natürlich wieder so einen kleinen Werbelink von Amazon unten reinhauen, weil das bedeutet dann wieder für euch, ja, ihr zahlt nicht mehr und ich mache, keine Ahnung, 2-3 Cent dran oder wie auch immer. Keine Ahnung, auf alle Fälle unterstützt es natürlich mich und meine Arbeit. Also daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch dazu entscheidet, den Controller, ja, bei Amazon zu kaufen, dass ihr das über meinen Link eventuell macht, der unten in der Videobeschreibung ist. Hat euch das Video geholfen? Hat es euch gefallen? Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr den Edge-Controller im Einsatz habt, gerne eure Meinung unten rein. Ich habe ja schon einige Meinungen von euch erhalten, die waren durch die Reihe positiv, Es gab also niemanden, der dabei sagte, ach nee. Und selbst die Akkulaufzeit ist bei den meisten von euch eher zweitrangig, denn ihr sagt, Shooter spielt man eh mit Kabel aufgrund der besseren Latenz. Also ist mir das total egal, dass der Akku kurz hält. Ich denke da halt immer so an die Spieler, die halt wirklich, sage ich mal, die Konsole halt weit weg am Fernseher stehen haben, obwohl das Kabel dafür natürlich reicht, aber die dann halt sagen, ach nee, da habe ich ein Kabel einmal quer durch die Bude, das will ich nicht. Aber der Hardcore-Shooter-Fan, wie gesagt, nutzt es sowieso und dann ist die Akkulaufzeit auch nicht so interessant an dieser Stelle. Also damit habe ich jetzt, glaube ich, wirklich alles abgearbeitet. Es ging nur wirklich hier darum, meine persönliche Meinung kundzutun, einfach zu sagen, das Ding im Shooter ist mega. Alle Daumen nach oben. So muss man es wirklich sagen. Und damit bin ich jetzt wirklich raus. Ich wünsche euch noch weiter viel Spaß mit eurer PS5 und vielleicht einem DualSense Edge Controller dazu. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.